Hallo, grüßt euch. Ich bin schon über 13.000 Abonnenten. Vergiss nicht, liken und abonnieren. Heute werden wir wieder anschauen einen Akkulader mit aufladbaren Akkus. Also, jetzt habe ich für heute alles mitgebracht. So, was haben wir auf dem Tisch? Wir haben von Lidl den sogenannten Marketronic. Das benutze ich seit 44 Jahren auch. Also das ist 2400 mAh. Da schreibt man, 7 Stunden muss man aufladen. Da habe ich von Ocean, also von Frankreich. Das ist 2500 mAh. Also das ist so mittelmäßig. Aber was extrem gut ist, ist von Aldi, die Active Energy Plus. Das sieht so aus. Also jetzt werden wir auch eine Unboxing machen. Das ist ein Viererpack, 1000 mAh. So, und das ist 3A. Also das ist für Fernbedienung und so. Darum habe ich das gekauft, weil ich habe eine Wetterstation von Aldi gekauft. Und draußen ist es jetzt kühl geworden, also das ist jetzt Mitte September. Und was ich gemerkt habe, ich habe normale Batterien gekauft, also, und das hält nicht so gut, weil das ist draußen ganz kalt. Und jetzt werde ich mit diesen Batterien das benutzen. Das stelle ich mal da hinten. So. Jetzt habt ihr mal kein Geräusch. Also das sieht so aus. Ich gebe auch hier ein bisschen Licht, dass man besser sehen kann. Active Energy Plus, das ist 1000 mA. Wieder aufladbar. Also laden 4 Stunden mit 300 mA. Max 500 mA gasdicht. So. Das werde ich mal benutzen. Und habe ich wieder Akkus gekauft, also das ist ganz normale Akkus, 2A, das kann man auch für Xbox benutzen oder ein Radiokopfhörer. So, das mache ich mal gerade auf. So. Gleich schaffe ich. Das schreibt, dass extra long life, also das hört sich gut an. Akkus von Kindern fernhalten, das ist ganz logisch. Akku verschluckt wurde, das hoffentlich, das klappt nicht. Das ist 2500 mAh. Und warum habe ich das gekauft? Also, das stelle ich mal dahin gerade. Ja, das ist keine bezahlte Werbung. Also ich bin kein Arbeiter von Lidl oder von Aldi. Aber habe ich für meine Controller von AliExpress, also über China, super Akku bestellt zum Beispiel. 4800 mAh. 2,4 Volt. So, das habe ich circa 2 Monate benutzt. Und dann waren sie schon kaputt. So, jetzt habe ich ein Ladegerät hier, eine USB. Wenn ich mal reindrücke, dann schreibt schon auf 5,05. So, kleinen Moment. Umgekehrt, passt auf, steche ich mal rein, super, könnt ihr sehen, also nur das LED leuchtet, ziehe ich mal raus, 5,15, 16, Und jetzt habe ich wieder reingedrückt und schreibt nichts aus. Super.
Also es lohnt sich von China alles kaufen. Ja, es war 3 € oder sowas guckt. Und es hat noch geblinkt, den LED. So. Jetzt machen wir auf diesen wunderschönen Elektroschrott. Ihr könnt ihn mal sehen. So. Habe ich gedacht, werde ich mal austauschen. Nee, das geht nicht. Dann habe ich über AliExpress, Wish und Alibaba alles angeschaut. Diese Batterien, 2 Stück kostet circa 2,50 €. Also bei Lidl habe ich 4 Batterien für 3,50 € gekauft. Also nach meiner Meinung, das ist ein Dreck. Also das kann man nicht austauschen. Kann man leider nicht mehr benutzen. Also das ist schlecht. Jetzt werden wir unsere digitale Multimeter nehmen. Name Powerfix. Glaube ich, habe ich bei Lidl oder sowas gekauft. Ja, Lidl. Und jetzt werden wir anschauen. So. Das schiebe ich mal ein bisschen weg. Zum Testzweck werden wir so ein Lidl-Batterie ansehen. Also jetzt habe ich ausgepackt. Kleinen Moment, das stelle ich mal auf den Xbox-Controller, dass ihr mal besser sehen könnt. Jetzt 1,28, also ist fast aufgeladen. Eins Komma zwei acht. Ja, das sieht schon mal einen Unterschied. Gleich werde ich mal schaffen. 0,75, ja, ist geschehen, muss dann aufladen. So. 0,77. Und jetzt werden wir mal den chinesischen wunderschönen Ding anschauen. Also das habe ich fast 2 Tage geladen. 0,10 circa, also. Und jetzt 2,57, also. Werde ich mal unten reindrücken lieber. 2,3 Volt, also ja, natürlich ist für 2 Batterien. Das werde ich mal probieren. So. Oder umgekehrt. Nee, das passt nicht. Also, eigentlich ist aufgeladen. Jetzt schauen wir mal an. Den Kappe nehme ich von den Xbox runter. Schaltet nicht ein. Super. Also, da haben wir auch einen anderen von AliExpress. Das können wir auch mal testen. Den Controller stelle ich mal zurück. Eins Komma neun vier, 1,96, also
circa. Ich stelle mal den Xbox-Controller. Guckt. Nix. So. Das habe ich schon öfter benutzt. Also diesen. Das habe ich vorige Woche gekauft. Also bin ich gezockt. Circa eine Stunde. Also nur habe ich getestet. 1,27. So. Jetzt nehmen wir die andere raus. So, Dele. 1,27. So, da stecke ich mal rein. Plus oben. Und jetzt minus oben. So, muss es passen. Oh, Entschuldigung, umgekehrt. An meine Kamera sehe ich nicht gut. Und schaltet jetzt nicht ein. Was habe ich falsch gemacht? Guckt, das schaltet schon ein. Habt ihr vielleicht den Geräusch gehört? Rechts oben ist mein Xbox, eine 500er. So. Ich schalte mal den Xbox runter. So. Das wollte ich euch mal zeigen. Also, ihr müsst mal echt nachdenklich sein. Also für aufladbare Akkus. Es lohnt sich. Warum lohnt sich? Weil das ist auch von China, also habe ich nachgeschaut. Also Aldi, Lidl, kann man sagen dasselbe. Und alle Akkus kommen von China. Aber der Unterschied zwischen AliExpress, Wish und eBay, also das sind echte chinesische Waren, also von chinesischen Waren gibt es gute und schlechte. Das nenne ich schlechte Ware. Also diesen Xbox. Batterie ist sehr schlecht, aber gibt es Marken, zum Beispiel Aldi, auch gibt Duracell. Also warum lohnt sich Aldi und Lidl kaufen? Es ist echt billig und die Qualität ist immer gut. Also ist in China produziert, aber trotzdem ist, glaube ich, regelmäßig kontrolliert und nach meinen Erfahrungen aufladbare Batterie ist billiger als immer neuen Batterie kaufen. Ja, kann man bei Teddy, bei Kik, also was Billiges kaufen, aber es lohnt sich nicht. Da habe ich meine alten Batterien zum Beispiel. Das wollte ich mal euch zeigen. Also ich entsorge immer die Batterien. Also darf man nicht den Mülltonne natürlich. Also das kann den Wasser kaputt machen. Da ist das alte Akku von Lidl. Also Active Energy. Herstellung 2015. Also jetzt ist schon kaputt. Also kann ich nicht aufladen. Das habe ich mindestens 5 oder 6 oder 700 mal aufgeladen. Also den Stromrechnung habe ich nichts gesehen. Das können wir auch testen. Zum Beispiel, das ist die Akkulader von Lidl. Das habe ich damals gekauft. Das ist schon ein gutes Ware. Das ist die Tronic Universal Akkuladegerät TLG 1000C4. Da kann man viele Batterien aufladen. Also das glaube ich, das habe ich auch in 2014 oder 2015 gekauft.
Da haben wir noch eine USB, kann man auch zum Beispiel ein Handy geladen werden. So. Und jetzt werde ich mal den Akkulader starten. Jetzt werde ich mal den alten Akku reinstecken. Da haben wir noch 3 Stück. Irgendwo habe ich noch in Uhr oder sowas. Ja, schreibt schon, dass es ladet auf, aber trotzdem nach dreiviertel Stunde oder Viertelstunde oder halben Stunde. Sieht? Jetzt könnt ihr mal sehen, Akku defekt. Also das sind schon alte Akkus. Soll ich mal auch testen. Guckt. Akku defekt. Das können wir auch anschauen, wie das Ladegerät lädt. Probiere mal erwischen. Ja, sieht ihr nicht, dann schiebe ich mal ein bisschen weg. Probiere ich mal so machen, dass ihr anschauen könnt. Eins Komma drei fünf, also. So, dieser Akku ist defekt leider. Wie sieht das aus? Ist nicht verletzt, also keine Beschädigung. 1,34, also eventuell kann man schon aufladen, aber die Zelle ist so niedrig geworden, dass man sehr wenig benutzen kann. Also zum Beispiel bei Xbox kann ich 4 Minuten benutzen. Also das nenne ich mal schlecht. Also da habe ich alle meine alten Batterien. Also das eventuell sammle ich schon und gehe ich mal zum Mediamarkt oder irgendwo hin. Da gibt es so eine Tonne, da kann man reinwerfen und das wird entsorgt. Das ist meine Polaroid Sonnenbrillen Halter. Also damals habe ich das gekauft und jetzt ist wieder verwendet. Also eventuell, was wir gesprochen haben, da sind diesen Akkus von AliExpress oder eBay habe ich gekauft, das weiß ich nicht mehr. Also das lohnt sich nicht zu kaufen, kann man schon benutzen, also besser als nichts, aber wenn man nachdenklich ist, kann man von Aldi auch von Lidl kaufen, gibt es auch von Auchan, also von Frankreich, diesen Supermarkt, kann man schon ein paar Dinge kaufen, aber das Wichtigste, aufladbare Batterien sind super gut. Also eine aufladbare Batterie, zum Beispiel wie ähnlich wie ein Duracell oder Energizer. Also wenn man den echten Kapazität sieht, 2500 mAh, das ist genügend. Also für unsere Haushaltgeräte, für Xbox oder zum einen Fandua oder
irgendwas zu benutzen. Also, und vergiss nicht, das ist besser als eine normale Batterie, weil wir werfen nicht weg, sondern 2, 3, 4 Jahren können wir benutzen. Und dann können wir auch Geld sparen. Ja, der Akkulader kostet 10 Euro oder 15. Die aufladbare Batterie kostet so zum Beispiel wie ein normales Batterie, nicht von Kick oder von so billiges. Ja, einmal muss man schon kaufen und dann kann man eventuell gut benutzen. Ich hatte auch Wartakkus, das sind auch super gut, aber für mich ist ausreichend von Aldi oder Lidl eine aufladbare Batterie kaufen, das ist besser, also günstiger. Mir gefällt schon, also für die Xbox kann ich mehrere Tage zocken, also bei mir, das reicht für mindestens 1, 2 Monate. Und für Taschenlampe kann man auch benutzen, also das ist umweltschonend, das ist schon gut. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vergiss nicht liken, kommentieren, also was ist eure Erfahrung mit aufladbaren Akkus oder würdet ihr das benutzen oder was würdet ihr sagen zu aufladbaren Batterien und vergiss nicht liken und das Wichtigste, abonnieren. Auf den Glocke klicken, du kannst schon aktivieren, dass wir uns wiedersehen. Bis bald, tschüss.